Hey Leute, heute werde ich euch in einem kurzen Video zeigen, wie man das Unlock für jedes iPhone umgehen kann. Heute werde ich das iPhone 6 dafür benutzen. Wir werden den Unlock umgehen, so dass man es weltweit mit einer SIM-Karte benutzen kann. Alles, was wir dazu gebrauchen werden, ist das iPhone-Ladegerät, ein Computer, Mac oder Windows geht beides, und die neue SIM-Karte. Dies kann jede SIM-Karte je nach Wahl sein. Somit können wir beginnen. Aber bevor wir anfangen, will ich euch noch mal daran erinnern, dass das Ganze leider nicht umsonst ist und mit einer kleinen Gebühr kommt. Aber ich kann euch versichern, dass es es wert ist, dass man das iPhone weltweit benutzen kann. Und dazu kommt, nachdem es unlocked ist, ist das iPhone sogar noch mehr wert. Dies ist, wie gesagt, ein Factory Unlocked und das heißt, dass das iPhone für immer unlocked sein wird, nachdem der Unlock umgangen ist. Danach kannst du das iPhone auch upgraden. Jailbreak, Restart, alles jegliche, gar kein Problem, das iPhone wird so bleiben. Also, als erstes werden wir die Einstellungen öffnen und darin können wir dann Find My iPhone ausschalten. Wie man das tut, ist durch iCloud. Wie Sie hier sehen können, über iTunes und App Store gibt es iCloud, da müsste man dann drauf drücken, das gibt es auf jedem iPhone. Und wie man hier sieht, bin ich gar nicht angemeldet, aber wenn Sie angemeldet sind, dann einfach Find My iPhone ausschalten. Also, als nächstes werden wir in die Anrufabteilung gehen, unten links, einfach als wenn man einen Anruf machen würde. Und dann Sternchen, Häkchen, 06, Häkchen drücken und sofort wird man eine Nummer sehen. Diese Nummer ist die IMEI-Nummer und die ist, wie gesagt, sehr wichtig. Die braucht man später, um den Unlock zu bestätigen. Das Handy werden wir jetzt erstmal an die Seite legen und auf den Computer schauen. Also, dann werden wir einfach in das Internet gehen, in diesem Fall Google Chrome benutzen. Die Internetseite, die wir brauchen, heißt unlockriver.com und unter dieser Internetseite werden wir das Unlock bestätigen. Also als erstes wählen wir den originalen Betreiber aus, wo das Handy momentan noch gebunden ist. Ich werde in diesem Fall USA benutzen und AT&T, aber ihr werdet dann wahrscheinlich Deutschland benutzen. Als nächstes wählen wir die Marke von dem Telefon aus, in diesem Fall Apple, und dann das genaue Modell von dem Telefon. Also wie gesagt, wichtig, das richtige Modell auszuwählen, sonst klappt das Ganze gar nicht. Als nächstes, wie wir hier sehen, in der Zeile haben wir die IMEI-Nummer, die 15-stellige Ziffer, die müssen wir dann auch ganz genau einfüllen. Wie gesagt, auch wichtig, dass das richtig ist, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und der letzte Schritt wäre dann die E-Mail-Adresse einfügen, wo wir das Ganze erhalten möchten. Damit ist natürlich die Unlock-Bestätigung gemeint, die Sie dann erhalten werden, sobald der ganze Prozess abgeschlossen ist. Also, wenn wir nach unten gehen, können wir den Preis und auch die ungefähre Lieferzeit sehen. Der Preis wird davon abhängen, welches Land man ausgewählt hat und welcher Betreiber das Ganze ist. Der Preis kann zwischen 20 und 120 Euro variieren. Auf der folgenden Seite werden jegliche Informationen gebildet sein. Es ist ganz wichtig, die durchzulesen, damit man alles ganz genau versteht. Und wie versprochen, werde ich den ganzen Prozess durchgehen, inklusive der Bezahlung. Also werde ich jetzt mit PayPal einloggen. Das dauert dann meistens einen kleinen Moment, aber sollte dann die nächste Seite kommen. So, wie wir hier sehen können, ich habe momentan einen PayPal-Account, werde ihn auch benutzen, aber Sie haben dann auch die Option, mit der Kreditkarte das Ganze zu bezahlen. So, im Prinzip müssen wir dann nur noch auf Pay Now drücken. Das wird dann wieder ein paar Sekunden dauern. Bei mir geht es etwas schneller, weil ich dann, wie gesagt, den PayPal-Account schon habe. Und dann kriegen wir die Bestätigungsmail oder auch Nachricht, dass das Ganze abgeschlossen ist. Hier können wir es nochmal ganz genau lesen. Thank you for your order. Mit einer Nummer. Und im Prinzip müssten wir jetzt nur noch drauf warten. Die Bestätigung kriegen wir dann in unserer E-Mail, wie gesagt. Und das Ganze dauert natürlich ja, kommt auch das Land drauf an, 1 bis 72 Stunden oder auch länger, manchmal ein paar Tage. Um das Ganze jetzt zu sehen, werden wir mal in meine Gmail gehen, weil ich habe die E-Mail schon bekommen und nur damit ihr das mal aussieht, werde ich euch die mal zeigen. Die ist direkt von unlockriver.com. Da steht, your iPhone has been successfully factory unlocked. Und darin befindet sich jegliche Information, wie wir weitermachen. Also wie gesagt, in der E-Mail finden wir dann genaue schrittweise Anleitungen, wie wir weitermachen. Als erstes müssen wir das iPhone mit dem Internet verbinden und ich werde euch das Ganze gleich nochmal zeigen. Also in meinem Fall habe ich die alte AT&T-Karte noch drin, die werde ich jetzt rausnehmen müssen und werde die neue SIM-Karte reinstecken, mit der ich das Ganze machen möchte. Also wie ihr sehen könnt, ist gerade runtergefallen, die
AT&T-Karte nehme ich raus und ich werde die neue SIM-Karte in diesem Fall von T-Mobile reinstecken. Wenn ich das heute noch schaffe, kleinen Moment. Und wie gesagt, wenn die SIM-Karte dann endlich drin ist, also wie wir sehen, Karte reinstecken, dann werden wir eine Aktivierungsmeldung bekommen. Das dauert einen kleinen Moment manchmal. Und was wir dann im Prinzip machen müssen, ist das Telefon direkt mit dem Internet verbinden. Das kann man auch direkt so machen, einfach das Telefon direkt verbinden. Aber für die Fälle von diesem Video werden wir das über den Rechner machen, beziehungsweise über iTunes. Also, dann werde ich jetzt das iPhone iTunes mal hochfahren. Dauert dann einen kleinen Moment. Und ich werde das Telefon auch mit dem Rechner verbinden müssen. Dazu brauche ich dann das iPhone-Ladegerät. Wie wir hier sehen, verbinden. Erstmal iTunes öffnen, dann das Kabel verbinden. Das Ganze wird ein paar Sekunden dauern, bis iTunes das Telefon dann aufgefunden hat. Und wenn es soweit ist, wird die erste Meldung kommen. Da drücken wir dann auf Weiter, wie wir dann sehen, bei dem Handy auch draufdrücken. Und das Ganze wird jetzt eine Weile dauern. Dann müssen wir ein paar Sekunden warten, bis iTunes das vollständig verstanden hat, dass das iPhone jetzt unlocked ist. Also kleinen Moment noch. Und dann sollten wir sofort die Meldung bekommen, dass das Ganze jetzt vollständig abgeschlossen ist. So, da haben wir es. Congratulations, your iPhone has been successfully unlocked. Und somit wird das Ganze auch so bleiben. Wie gesagt, egal ob wir das ausschalten oder nicht, upgraden oder sonst was, das ist jetzt für immer so. Oben links werden wir dann auch erkennen können, dass sich der Betreiber oder der Anbieter geändert hat. Also es war wie gesagt AT&T und das ist jetzt T-Mobile. Wie man das Ganze testen kann, ist, indem man die Voicemail anruft oder auswählt. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Dann tue ich das Ganze auf Lautsprecher, damit ihr das auch hören könnt. Und wie wir hören können, klingt ganz gut. Also hat es geklappt. Somit hat alles funktioniert. Das ist unsere Bestätigung. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch geholfen und euch gefallen. Ihr könnt subscriben und uns folgen. Es gibt jede Woche neue Videos von uns. Also, das war's dann für diese Woche. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ciao.